an dieses EM-Finale gegen die Dänen. 1992 erinnern sich deutsche Fans sicher ungern. Damals besiegte Dänemark die deutsche Elf mit 2:0 und wurde Europameister. Spitzname der dänischen Mannschaft damals, Danish Dynamite, wegen ihres tollen Offensivfußballs. Ja, bei dieser EM hat Dänemark noch kein Feuerwerk auf dem Platz gezündet. Das Spiel morgen könnte aber ein Kracher werden. Und unsere Nationalelf ist mehr als optimistisch, dass es anders ausgeht als 1992. Sven Kaulbass. Noch sind sie recht gelassen. Aber Achtung, Handys raus. Auslösender Moment, der Mannschaftsbus. Reisetag zum Achtelfinale gegen Dänemark und die Gelassenheit weicht einem kühnen Optimismus vom Straßenrand. Vielleicht 2-1. Ja, ich denke ja, auch 2-1. Also für Deutschland. Oder 3-1 eventuell. Ein 3-1 traue ich unserer Mannschaft auf jeden Fall zu. 4-0. Ich erwarte ein knackiges 7-1. Ob es für die Mannschaft von Julian Nagelsmann so ein leichter Gang wird, das ist fraglich. De facto ist Stabilität erforderlich und für die könnte wieder Antonio Rüdiger sorgen. Am heutigen Vormittag beim Abschlusstraining in Herzogenaurach war der Innenverteidiger wieder mittendrin. Im Spiel gegen die Schweiz am vergangenen Sonntag in Frankfurt hatte er sich den rechten Oberschenkel gezerrt. Heute sieht alles geschmeidig aus. Alle fit. Antonio hat heute wieder trainiert. Ist über Nacht nichts passiert, ist auch wieder, steht er wieder zur Verfügung. Dann sind wir gut präpariert für ein gutes Spiel. Von Nürnberg bis zum Finale in Berlin. Das geht nur über Dortmund. Erstmals in diesem Turnier reist der DFB-Tross mit einem Flieger, gute Reise und tschüss, statt 6 Stunden im Bus, 40 Minuten bis zur Waschstraße auf dem Airport Dortmund. Blauer Teppich, bunter Empfang. Niklas Füllkrug, zu Hause in Dortmund, ein Heimspiel. In den Medien wird seit Tagen über einen Startelf-Einsatz des Dortmunders spekuliert und diskutiert. Gar nicht verfolgt die Diskussion. Wir sind das Trainerteam und wir entscheiden, wer spielt. Morgen Abend, 21 Uhr, vorher nicht. Morgen gegen die Dänen. Mit einem herausragenden Spieler, Christian Eriksen, 133 Länderspiele. Bei der EM vor 3 Jahren wurde er nach einem Herzstillstand noch im Stadion reanimiert. Er ist wieder auf den Beinen und optimistisch. Ich glaube, dass wir die Deutschen schlagen können. Klar, dafür müssen natürlich viele Dinge zusammenkommen. Aber nicht nur ich, sondern wir als Mannschaft. Wir glauben, dass wir definitiv eine Chance haben. Im Dortmunder Fußballtempel, in dem hoffentlich ein reguläres Achtelfinale gespielt werden kann. Denn für morgen ist ein Unwetter vorhergesagt. So wie vor 10 Tagen, als das Stadion zeitweise unter Wasser stand. Und in Dortmund ist Lea Wagner für uns aus dem ARD-EM-Team. Lea, was für eine dänische Mannschaft kommt denn da auf die Deutschen zu? Die haben bisher ja noch kein Spiel bei der EM gewonnen. Das ist richtig, die haben noch kein Spiel bei der EM gewonnen. Allerdings hat es bisher auch keine Mannschaft geschafft, Dänemark zu schlagen. Also so rum kann man es natürlich auch drehen. Im Allgemeinen sind die Dänen in diesem Jahr 2024 noch ungeschlagen bei 7 Spielen. Und was man erwarten kann, das hat auch der Bundestrainer nochmal bekräftigt, ist, dass Dänemark defensiv sehr strukturiert und stabil stehen wird. Also Deutschland wird definitiv mehr vom Spiel haben, mehr Spielanteile haben. Eine kleine Schwäche der Dänen könnte sein, dass wenn sie hoch angelaufen werden, sich Räume bieten fürs deutsche Spiel. Und die 3 Verteidiger, die sind zwar sehr groß, sehr kopfballstark und dementsprechend wahrscheinlich auch gut im eigenen Strafraum bei deutschen Flanken, aber sie sind nicht mehr die schnellsten. Auch das könnte natürlich ein Vorteil für die Deutschen sein. Wie will Julian Nagelsmann nun darauf reagieren? Welche Änderungen in der Aufstellung sind noch nötig und auch möglich? Ja, das war natürlich die große Frage in den vergangenen Tagen. Julian Nagelsmann hat da so ein bisschen seine Taktik geändert, weil in den 3 Gruppenspielen hatte er die identische Startformation aufgeboten. Und daraus hat er nie ein Geheimnis gemacht. Also er hat immer mindestens einen Tag vorher schon verlauten lassen, öffentlich gemacht, ja, ich werde mit genau diesen gleichen 11 Spielern auflaufen. Und jetzt hat er schon ja, ein großes Geheimnis aus seiner Startelf gemacht und sich bei selbst sehr offensichtlichen Dingen eigentlich nicht in die Karten schauen lassen. Jonathan Tah, also eine Änderung muss er vornehmen, der ist ja gelb gesperrt in der Innenverteidigung. Da war eigentlich alles klar, dass Nico Schlotterbeck den ersetzen wird. Dafür spricht, dass er schon eine halbe Stunde gespielt hat gegen die Schweiz und natürlich auch, dass er gestern bei der Pressekonferenz saß. Aber selbst da hat der Bundestrainer gesagt, wir haben da 3 gute Optionen. Waldemar Anton und Robin Koch würden auch in Frage kommen. Also auch da hat er sich nicht festgelegt. Wir haben eben gehört, Antonio Rüdiger, der ist Stand jetzt fit, sollte über Nacht nichts mehr passieren. Das bedeutet, dass der rechte Oberschenkel doch auf die Belastung reagiert nach dem Training heute, nach dem Abschlusstraining.
Training heute. Und Havertz oder Füllkrug, das ist die große Frage. Mit Sicherheit kann auch ich sie nicht beantworten, aber aus meinem Gespräch eben für die Sportschau mit Julian Nagelsmann habe ich eher Hinweise erhalten, dass Kai Havertz in der Startelf stehen wird. Es bleibt also spannend. Dankeschön, Lea Wagner aus Dortmund.